In der letzten Folge von Far Cry Blood Dragon. Danke, Sie haben mich gerettet! Coole Brille übrigens. Und nun geht es weiter. Servus und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3 Blood Dragon. Und wir spielen diesmal mit der Maus, mit der Maus und Tastatur. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, besser. Was haben wir denn da? Unsere schönen Waffen. Erstmal will ich den Wogen. Den Wogen. Den Wogen will ich bitte wieder ausrüsten. Ausrüsten? Danke. Geht nicht. Ach, ich muss erst das machen. Okay. Ein Schalldämpfer drauf bauen. Das ist super. Super. Super, sag du. Tu den ausrüsten. Das brauche ich eigentlich nicht. Kann ich den Bogen eigentlich auch ein bisschen verbessern? Nein, der nicht. Ich glaube, ich kann ja keine Waffen kaufen, das ist doch scheiße. Munition. Inventar auffüllen. Danke. Ja, bitte. Tschüss. Und wir sind wieder. Befreite Garnisonen bieten Shops, Sekundärmissionen und Schnellreisepunkte. Sekundärmissionen schalten Waffen, Aufsätze und Munition im nächsten Shop frei. Und all das zusammen macht sie zu einer glücklichen und funktionierenden Killermaschine. Schlag zu! Schlag zu! Muss mal gucken. Jetzt ist die Steuerung natürlich ein wenig anders. Wo tue ich denn Waffen wechseln? Q wahrscheinlich nicht. Auf Q tue ich mich heilen, das weiß ich schon. Ah, und hier zeige ich mir den zweiten Leuten das Schneegefähr. Das ist sehr praktisch. Okay, hier tue ich so Waffen wechseln. Hier tue ich schleichen. Hier tue ich das machen. Okay. Hier werfe ich ein Herz. Also kein Drache. Hier werfe ich den Würfel des Todes. Ah, ich kann so wechseln, okay. Ach, das ist ja gar nicht schlecht, okay. Okay, dokeli. Ich höre einen Drachen. Da komm schon, nicht jetzt. Das war nicht meine Absicht. Verdammte Scheiße. Wo muss ich denn hin? Ich muss da hinten hin, oder? Muss ich hin? Wahrscheinlich. Okay. Was zur Hölle? Erreiche das vorgehende Zielgebiet und rüste dich aus. Ah, ist das so eine Jagdmission? Okay. Ist das weiter? Sind der Rede wert? Kaum der Rede wert. Angst vor den Drachen, die hier überall rumspringen. Was haben wir denn da? Eine Waffe. Eine Scharfschützengewehr. Ich wollte mit dem mal wechseln. Ich muss ihn jagen. Ich habe die Mission nicht ganz erfüllt. Das ist seltene Kasua mit dem Cobra Con, okay? Ich muss zurück. Alter! Bam! Bam! Flieht, ihr komischen hässlichen Vögel. Flieht. Okay, den Menschen tue ich so Herzen, aber ich muss natürlich nur so kurz mal antippen. Alter. Was geht ab? Ich habe einen Fernseher gefunden. Ist das gut?
ist ein Drache. Das ist nicht gut. Das ist sogar ein bisschen schlecht, würde ich fast meinen. Aber der Drache kommt, hau ich ab. Schnell wie möglich am besten. Weiß noch, ich gleich ab. Was ist denn überhaupt meine Mission gerade? Es ist meine Mission. Fähigkeiten. Level 6 bin ich jetzt. Gesundheitsfeld zu bekommen. Das ist ja krass. Das sind die Bösen. Das sind die bösen Jungs. Ha! Diese Jungs! Kennt ihr oder was? Abraham. Ich hab einen Drache gesehen. Laufen daneben. Was? Wo ist denn meine Karte eigentlich? Das wüsste ich jetzt noch ganz klar. Moment, wo ist Karte? Wo, auf welche Knopf ist die Karte? Auf welche Knopf ist die Karte? Steuerung? Karte M, na, die Map. Hätte ich auch schon drauf gehen können. Okay, muss ich also irgendwie dahin. Ist der Shop, da will ich nicht hin. Ich will hier rein. Ich will hier rein. Lass mich rein. Lass mich rein. Lass mich bei dir sein. Erreiche den Damm. Was ist ein Damm? Was ist jetzt los? Ich rede von mir von einem Damm. War für ein Damm? Ich kenne keinen Damm. Dann überall, da ist der Damm. Bitte um Damm kümmern. Das ist aber schön. Da kümmere ich mich aber gerne drum. Wenn man mich so naht bietet. Und so naht bietet. Wenn man mich so naht bietet, dann ich mich kümmere um Damm. Mal gucken, wie das Fahren ist. Ich habe ein Brumm-Brumm-Auto. Bin ich echt wahnsinnig. Da sind überall Drachen. Wo fahre ich lang? Ich fahre einen Scheiß zusammen, das knallt. Was ist da hin? Da ist ein kaputtes Auto. Und? Und tot das Cyborg. Also voll viele, Mann, ist das noch, das ist nicht mehr normal. War ich richtig? Bestimmt. Ganz sicher war ich richtig. Ich bin ziemlich sicher, dass ich richtig war. Aua, aua. Au. Hört doch auf, auf mich zu schießen. Hört doch auf mich zu schießen, Mann. Ich habe euch nichts getan, Mann. Hört auf. Muss ich mich nochmal bücken da. Ach du Scheiße. Ich muss doch nur um den Damm kümmern, Mann. Was ist das? Headshot. Ass-Shot. Alter, der Menschen tut das Herz aufreißen, dann macht er so kurz mal hin lang. Und aus. Wieso haben, die Geld dabei? Muss ich das verstehen? Der Cyborg ist ausgeschaltet. Sprengstoff kann man übernehmen. Kiste. Schöne Kiste. Geld, Geld, Geld. Oh, nimm doch das Geld mit, Mann. Was sind Wessen, da war da gerade drauf. Prinz Diana oder was? Diana. Was ist ein Fahrzeug? Noch mehr dieser komische Stier. Cyborg-Stier. Das war sehr kopflos von ihm. Oh, ich hab diese Sprüche. Diese Sprüche.
Gehen gar nicht. Fahrzeug. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Die Mucke ist extrem nervig, irgendwann. Muss man einfach mal sagen. Ja, mal normale Waffe. Sollen wir noch mehr? Tun wir mal auf. Ah. Ist ja schlimm, sowas. Keine ruhige Minute mehr. Nee, nee, du, da mach ich nicht mit. Nimm mich eh. Ich muss ja vielleicht den Damm da hinten. Da ist der Damm. Ja, muss ich da irgendwie hinlaufen? Ne, ich bin auf der anderen Seite, ja. Das ist auch nicht so die beste Idee. Ja, egal. Dann fahren wir da hin zum Damm. Die haben mich jetzt auch gesehen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm, dass der mich gesehen hat. Erreiche den Damm. Kein Problem. Kein Problem. Doch, es ist ein Problem, weil ich total falsch war. So doof. Bin so doof. Hi. Leider die Kreuzung vergessen. Ja, verpasst. Ich muss es im Prinzip die ganze Zeit und dann irgendwann mal nach rechts abbiegen. Okay. Ah, ich bin von da oben gekommen, also die Ladung. Okay, verstanden. Verstanden, alles cool. Alles cool, alles cool. Mein Hals. Doc, ich bin beim Damm. Verdammt ist der groß. Jede Einrichtung hat ihre eigenen Generatoren. Aber ohne den Damm kann Sloan sie nicht lange bei voller Kraft am Laufen halten. Dann wird es Zeit für ein Feuerwerk. Okay, ich sende Koordinaten zu genügend C4000, um den Damm zu sprengen. Ohne das Wasserreservoir wird das Kühlsystem des Reaktors gestört. Missionsziel, C4000 beschaffen. Nimm dir das Darling-Paket. Nein, ich hab doch genug C4, oder? Hab ich nicht genug C4? Anscheinend habe ich nicht genug C4. Wo ist denn das Darling-Paket da hinten? Am Arsch der Welt. Au. Ich hätte es dann mir nicht einfach da hochlegen können. Nein, ich muss es da unten irgendwo hin machen. Nee, nee, Darling. Das ist nicht gut. Das ist nicht schön. Doc, ich bin zu allen Schandtaten bereit. Genau wie damals, als Sie mich und mein Team in Quebec retten wollten und die Nuklearreaktoren der Hydrofabrik überhitzten. Ich kann mich kaum an die Zeit vor meiner Erschießung erinnern. Meine Kindheit, meine Eltern. Der zweite Vietnamkrieg. Tut mir leid. Viel Glück, Rex. Der zweite? Wir zählen darauf, dass sie uns wieder retten. Scan abgeschlossen. Mission, erreichen Sie den Damm und legen Sie das C4000 an Schwachstellen. Kein Problem, Mädchen. Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. Falsche Waffe. Was war das? Verdammt, der hat mich gesehen da oben.
Ben Sunny, dann kann ich den auch töten. Schlafen kann ich, wenn alle tot sind. Bei der Arbeit sterben, na sowas. Bam. Eine glatte 9,5. Ist das ein Otto oder was? Kybernetische Hunde entdeckt. Robohunde können sie riechen, selbst wenn sie getarnt sind. Robohunde. Benutzen Sie Würfel, um die Robohunde von ihrer Position fortzulocken. Ruf deinen Sunny, dann kann ich den auch töten. Okay. Was war das? In den Fuß. In den Fuß geschossen, du. Der Hund. Der Hund kommt. Alter! Verdammt. Das sind Platinhunde. Die sind besonders teuer. Ah, das sind noch mehr als ich dachte. Zack, die halten echt was aus. Das ist nicht mehr schön. Stirb in der Hölle! Ich verblute. Ich bin ein Cyborg, aber ich verblute. Ich töte sonst nie beim ersten Date. Oh. Herz. Ich liebe diesen Scheiß. Herz. Mal Herzen mit, denn du kannst nie wissen, wenn du sie mal brauchst. Komm, schütte mir dein Herz aus. Mein Gott, die Sprüche. Im Jenseits von Gut und Böse. Ich reiß das mal kurz raus, Verzeihung. Die Sprüche. Oh, böse. Legebombe. Das ist für dich, Spider. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Ach, da oben ist auch noch einer. Legebombe. Mission teilweise abgeschlossen. Weiter zum nächsten Strukturfehler. Zwei Rutschmünzen. Ich will ja nicht da runter, das ist ein Blödsinn. Ich will da hoch. Wie komme ich da hoch? Ich hab die Seilrutsche andersrum benutzen. Das wäre doch mal stylisch, das geht sowas nicht. Schade. Wie komme ich da hoch? Hier sind Dinge, die mich nicht interessieren. Hey, wie komme ich da hoch? Ist blöd? Bin ich jetzt ganz schön blöd oder bin ich jetzt ganz schön blöd? Hier hoch. Und dann bin ich hier oben. Und das bringt mir wenig. Ah, da ist doch eine Treppe. Da ist doch eine Treppe. Lauf die Treppe auf. Lauf sie auf, du. Nimm alles mit, was geht. Man weiß nie, man weiß nie, wann man es brauchen kann. Schwere feindliche Flammenwerfer mit praktischerweise freiliegenden Brennstofftanks entdeckt. Boom. Boom. So,
muss das aussehen. Mein Gott, wie ich Flammenwerfer, Leute, hasse. Gib mir dein Herz. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. Gib mir mein Herz zurück. Bevor es auseinanderbricht. Je eher du gehst, desto leichter, desto leichter wird's für dich. Gib mir mein Herz zurück. Eine Party ist schon viel zu lang. Aber die Bombe lege ich jetzt mal schnell. Wo ist die Bombe? Wo soll ich die Bombe legen? Ganz oben, verdammt. Machen wir es doch erst in der nächsten Folge. In der nächsten Folge, die nächste Folge wird exklusiv. Badum, bum, tsch. Deswegen hoffe ich, wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Far Cry 3 Blood Dragon. Ciao.